So, willkommen zurück zu League of Legends. Ich befinde mich auf dem PBE-Server und stelle euch heute den neuen Soraka-Skin vor, nämlich Reaper Soraka. Und wie immer fangen wir mit den Emotes an und danach kommen wir zu den Spells. No, I'm not happy to see you. Yes, that is a horn growing out of my head. I will not save you. So, das waren einmal die Emotes. Ihr hört ja schon, die Stimme von Soraka ist wirklich auch so ein bisschen düster gehalten. Finde ich sehr cool gemacht und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Fangen wir mit dem ersten Spell an, nämlich dem Starcall. Der sieht wie folgt aus. Zack, auch wieder sehr düster gehalten, habe ich ja gesagt. Kommt so ein schwarzer Stern vom Himmel und sieht wirklich sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Fangen wir jetzt erstmal mit dem dritten Spell an, damit ich euch auch noch die Passive zeigen kann, nämlich Equinox. Jetzt silenzen die Gegner, ist auch wieder so ein bisschen dunkelbläulich gehalten, auch das Festhalten ist natürlich in diesem dunklen Farbschema ja, zusammengefasst. Dann wollen wir hoffen, dass die Cassiopeia jetzt mal ein bisschen Damage kassiert. Ah, fehlt noch ein bisschen Schaden. Denn da möchte ich euch nämlich auch noch die Passive zeigen. Und dafür kann ich erstmal hier mit dem Heal anfangen. Fangen wir mal mit dem Heal an, zack. Auch wieder mit diesem blauen Farbschema, ganz klassisch. Hab ich ja schon gesagt, zack, funktioniert immer noch genauso. Und wenn die Cassio jetzt mal ein bisschen Damage kriegt, da, seht ihr die Passive, so sieht das Ganze aus. Also nicht mehr dieses Pflaster, sondern es ist jetzt so ein etwas bläulich gehaltenes Moped. Und diese drei Kreise darum sehen auch ganz cool aus, muss ich sagen. Den Heal habt ihr gerade gesehen. Also, das sind alle Spells im groben Überblick. Und ja, schreibt mir wie immer natürlich in die Kommentare, was ihr von dem Skin haltet. Ich muss sagen, ich finde ihn sehr cool, denn alle anderen Soraka-Skins waren ja immer so ein bisschen, ja, was, wie soll man es nennen? So typisch Heiler halt gehalten. Und der ist halt so ein bisschen düster, finde ich ganz cool. Könnt mir ja mal wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr denn von dem Skin haltet. Ob ihr findet, das hätte man irgendwie besser machen können oder ob ihr sagt, yo, Reaper Soraka, hoffentlich bringen die noch mehr Skins in diesem Schema so ein bisschen raus. Und da würde ich sagen, mache ich jetzt noch den Recall und wir sehen uns dann im nächsten Game. Bis dann, haut rein!